begrüße Sie sehr, sehr herzlich zu unserer Eröffnung unserer Stadtgärten in Oldenburg. Wir machen das zum 7. Mal. Hier wachsen und blühen die Blätter und die Blumen. Da erwarten wir ganz viel. Und sonst sehen wir ja immer nur hier Pflastersteine und Häuserwände. Und wir haben mal wieder Farbe in unsere Innenstadt gebracht. Seit einigen Tagen, über einer Woche, arbeiten hier viele fleißige Menschen auf diesen heutigen Tag hin. Einige, viele Teile unserer schönen Innenstadt sind wieder mal für die nächsten fast 3 Monate neu gestaltet. Und ich möchte jetzt ganz zu Anfang unsere erste Bürgermeisterin, Frau Schilling, nach vorne bitten, damit sie ein paar Worte der Stadt an uns richten darf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, im Namen der Stadt Oldenburg und auch im Namen von Oberbürgermeister Schwantner begrüße ich Sie heute ganz herzlich zur Eröffnung der Oldenburger Stadtgärten 2011. Zum 7. Mal, wurde gerade schon gesagt, halten die grünen Oasen Einzug in die Innenstadt. Und trotzdem feiern wir heute eine Premiere. Zum ersten Mal seit dem Jahre 2005 sprechen wir nicht mehr von Traumgärten, sondern von Stadtgärten. Es gibt ja ein gewisses Risiko, wenn eine etablierte und erfolgreiche Marke aufgegeben wird. Ein neuer Name verlangt nach einer Umgewöhnung und das fällt ja manchem etwas schwer. Ich bin gespannt, ob die Entscheidung sich als richtig erweisen wird. Es ist gerade das Besondere an den Gärten, dass sie sich mitten in der Stadt befinden. Dort also, wo sonst Pflaster, Steine und Beton dominieren. Erst dieser Kontrast mit der urbanen Umgebung verleiht ihnen den besonderen Reiz und macht sie zu wahren Oasen. Zudem setzt der neue Name Potenziale frei. Er macht deutlich, dass es um Stadtgärten geht und etwa nicht um Landschaftsgärten. Die gedankliche Konkurrenz fällt somit weg. Die Organisatorinnen und Organisatoren können sich darauf konzentrieren, Kreativität und Originalität zu betonen, also noch mehr mit Inhalten zu arbeiten. Wenn ich hier so um mich rumschaue und mir den ersten Eindruck verschaffe, dann kommt bei mir der starke Wunsch auf, dass es nicht nur fast 3 Monate sein darf, dass hier so ein wunderschöner Platz besteht, sondern ich würde mir sehr wünschen, wenn es etwas Dauerhaftes in dieser Form hier geben könnte. Ich danke den Organisatorinnen und Organisatoren für ihr großes Engagement. Viel Arbeit steckt dahinter, bis so etwas letztendlich fertig gestaltet ist. Ich wünsche den Besucherinnen und Besuchern und den Bürgerinnen und Bürgern von Oldenburg sehr viele schöne Stunden in den Stadtgärten und insgesamt in unserer Stadt. Vielen Dank.